Hallo und willkommen zurück bei Let's Play X Rebirth. Wir haben unser kleines Schiff hier wieder, die Rehanas Container Energie, geentert erfolgreich und die können wir ja mal rufen. Ich bin hier, um Ihnen Hilfestellung zu leisten, Sir. Nachtanken, einmal bitte voll. Jawohl. Aber die braucht noch ein bisschen, bis sie repariert ist. In der Zeit können wir diese beiden Stationen schnell hinfliegen und schauen, was das genau sind. Metallgießerei 1. Und wir könnten uns ein neues Projekt suchen. Wir könnten eine weitere Station bauen. Da ist jetzt die Frage, wollen wir eine URV Teilezulieferer machen? Weil das wäre so gesehen recht stark sich selbst versorgend. Oder eine Schiffstech-Zulieferer. Wo ist es? Enzyklopädie. Nein. Schiffe XL. Defriesen. Hier. Dieser Schiffstyp ist ein sogenanntes ASKA. Eine Anlage zur Selbstkonstruktion bei Auslieferung. Sobald ein ASKA an seinem Bestimmungsort ankommt, hier werden komplexe Elektroniksysteme gefertigt, die an Bord von Schiffen und Stationen oder diese Hightech-Fabrik hier, vor allem wegen diesen Scannerfelder. Aus hochentwickelter AGI und hochqualifizierten, das kann man sich Menschen auch mal merken. Was kosten dieser Schiffstyp die ist ein sogenanntes ASKA. Hier werden komplexe Baukosten 15. Biotech 6000. Scannerfelder 33 Millionen. Entschuldigung, 6 Millionen und 15 Millionen. Vor allem wegen diesen biooptischen Anlage wäre schon cool, wenn wir die auch hätten. Und vor allem diese Scannerfelder, die würden uns auch recht gutes Geld bringen. Ist eine Überlegung wert. Systeme gefertigt, die an Bord von Schiffen und Stationen eingesetzt. Dieser Schiffstyp ist ein sogenanntes ASKA. Kristallfabrik hatte ich jetzt halt nicht unbedingt viel davon. Diese Schiffsfabrik sind spezialisiert. Die kostet halt dann doch schon einiges mehr. Aber sie würde auch recht viel bringen, sagen wir es mal so. Weil diese Sachen sind eigentlich immer ausverkauft. Die Schiffsdeckfabrik. Dieser Schiffstyp ist ein sogenanntes ASKA. Eine Anlage zur Selbstkonstruktion. Oder diese URV-Teilezulieferer. Und da braucht man halt auch recht viel Geld. Vor allem, weil man da erstmal auf versucht, diese Station überhaupt zum Laufen zu kriegen. Als auch dann hier Plasma-Tech-Anlagen oder hier das mal und die Scannerfelder auch noch braucht, so heißen. Die kostet nochmal richtig Geld. Aber das ist eine Gelddruckanlage dann im Endeffekt. Wenn die komplett aufgerüstet ist, selbst im Normalzustand, wenn die URV produziert und man hat einen Händler oder zwei, die Energie und den Energie und Container. Das ist, glaube ich, so das, was wir als nächstes uns ins Auge fassen sollten. Oder die Hightech-Fabrik. Jetzt fliegen wir nochmal hier hin, weil hier gibt es nämlich drei Baumärkte, die möchte ich kurz mal anfliegen und schauen, ob die irgendwelche Waren für uns haben. Was war das hier nochmal, bevor wir... Erreiche Distrikt 1. Ah, okay. Dann fliegen wir weiter. Das ist Energiezellen.
das hier ist auch wieder eine Nahrungsfabrik. Hier gehen wir mal schnell raus. Erreiche Distrikt 5. Wir... Ah, okay. Details. Waren. Handelsangebote. Waren an Station verkaufen. Energiezellen brauchen sie auch nicht. Aber URV brauchen sie. Nahrungsmittel brauchen sie auch nicht wirklich. Scannerfelder momentan auch nicht. Veredelte Metalle, das gleiche. Eigentlich nur URV. Okay, dann ab in den nächsten Highway. Und zum nächsten System. Hier gleich mal raus, auch wenn wir hier gleich schon rausgeschmissen werden aus dem Highway. Die haben gerade gar nichts mehr. Die würden Erze gebrauchen, Erze können wir gerade nicht produzieren, so wie Plasma auch nicht. Veredelte Metalle würde es dringend gebrauchen. Dann schauen wir mal gleich, können wir... Nee, wir brauchen Handel. Ach so, verkaufen. Falscher Reiter. Er drückt und heiße Luft. Was haben die eigentlich für Aufträge? Details. Verwalter. Dann rufen wir den mal. Guten Tag zu sprechen, Sir. Ich bin jetzt in Ihrer Staffel. Dann machen wir gleich hier mal Handel. Rianas kann diese Ware nicht transportieren. Warum nicht? Ist das ein Massengut oder irgendwie sowas? Das ist mir jetzt recht schleierhaft. Warum? Das war Republik von Cantera. Darf ich erfahren, wie viel Sie wollen? Das ist ein guter Deal. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Verkauf weiter. Darf ich erfahren, wie viel Sie wollen? Das ist ein guter Deal. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Was? Warum hat die drei Flüge? Das ist das, was ich noch nicht ganz verstehe. 2. Hier muss man hin. Details. Nachtanken. Der Rahanas Energie. Nee, das sehen wir es nicht.
Die hat nur einen. Okay. Wieso hat der... Jetzt hat er plötzlich... Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Jetzt schauen wir nochmal bei Enzyklopädie Waren. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Während PDD jetzt Massen gibt, okay. Sehr schwer. Dann verstehe ich's. Was haben wir denn noch in hier? Baumarktschiffstechver. Fliegen wir da mal gleich hin. Können wir hier irgendwas kaufen oder verkaufen? Handelsangebote? Nö, können wir nichts kaufen. Okay, ab in den nächsten. Wieder in den Highway. Gehen wir hier mal trotzdem raus. Erreiche Distrikt 7. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Nein. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Können wir hier irgendwas kaufen? Ich bezweifle es. Okay. So gesehen eigentlich auch fast nichts. Handelsangebote. Die brauchen halt doch recht stark Scannerfelder. Als auch Schöpfer, URV, auch URV und Scannerfelder. Ist auch so eine Schiffstechnik-Fabrik. Distrikt 9. Schiffsfabrik, Entschuldigung. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Können wir auch nichts kaufen? Dann würde ich sagen, fliegen wir mal Spreaderhead zu Distrikt 13. Weil da ist ein weiterer Baumarkt. Aber zuvor möchte ich hier nochmal raus. Technologielabor. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Hoffentlich bist du nicht genauso beschädigt wie die andere Übertrage Station. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Handelsangebote, chemische Verbindungen, die brauchen wir aber nicht.
Okay. Das bringt uns nicht viel weiter. Und dann würde ich sagen, zum letzten Baumarkt, der müsste in Distrikt 15 sein. Distrikt 15. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Beinahe vorbeigeflogen. Handelsangebote. Auch nicht gerade die Welt an Materialien. Details, was fehlt da? Architekt. Können wir mal ihm das direkte Geld geben. Und du? Details? Architekt hat... Nee, der hat gar kein Geld mehr. Für uns. Wie sieht es eigentlich mit den Finanzen jetzt bei der Station aus? Die bräuchten... Dann geben wir denen jetzt auch mal das Geld, was sie brauchen. Verkaufte Energiezellen. Das dürfte vielleicht irgendwann mal hochgehen. Mal schauen. So die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben, dass diese Fabrik keinen Gewinn abliefern könnte. Rein in den Highway. Und dann würde ich sagen, fliegen wir wieder zu District 1. Und fliegen nach und nach mal nach The Freeze. Und schauen, was wir da machen können. Aber zuvor könnten wir mal auch nochmal nach... 17. Nein, neu laden. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Können wir nicht machen, weil es hier auch zu wenig Urf. Weil wir die eh gleich wieder weg sind. Nee, können wir nichts machen. Haben wir hier dieses mysteriöse Waffentechnik? Sieht es so aus. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Okay. Offenes Kopfgeld. Nein. Quantumröhrenmangel. Das ist auch nichts Besonderes momentan. Was haben wir hier? Erreiche Distrikt 20. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Auftragsfertigung. 3-2 Bau. Sie wissen schon, dass bei Piloten wie Ihnen übertriebene Selbstsicherheit die Todesursache Nummer 1 ist? Das sind die Fakten. Sind Sie dabei? Bis demnächst. Sekunde. Diese Nahrungsmittelmangel.
Energiezellenmangel auch einfach. Diese Station, ganz kurz, Enzyklopädie, Station. Das müsste irgendwie... Hier werden komplexe Elektroniksysteme gefunden. Schwarzes Brett. Bau. Wenn ich die Wahl hätte, wären Sie es nicht. Chemisches Labor. Nein. Ah, das ist jetzt halt weg. Schade. Nahrungsmittelmangel oder... Versuchen Sie nicht allzu beschämt reinzublicken, wenn Sie mit der Fracht ankommen und Geld für diesen Auftrag annehmen. Sie sind dabei. Lassen Sie mich nicht alt aussehen. Das auf die harte und schmerzhafte Weise regeln. Oder du wirfst einfach etwas von dem Zeug raus. Hä? Okay. Was ist jetzt schon wieder los? Okay. Erreiche Distrikt 1. Okay, diesen Auftrag machen wir noch schnell. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ansonsten haben wir eigentlich nichts. Jetzt fliegen wir nochmal durch diesen. Hier durch. Handelsangebote. Wir brauchen Energiezellen. Und wie viel davon darf sein? Auftrag bestätigt. Sind auf dem Weg. Und wir sollen diese... Gehen wir durch hier kurz durch. Nochmal zurück. Heimat des Lichts. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Weil jetzt müsste die Station wieder freundlich gesinnt sein und uns nicht unbedingt umbringen wollen. Ich mach mal den Sinzer im Highway aus, kurz. Ah, Distrikt 20. Okay. Erreiche. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Erreiche. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Okay, die mag mich immer noch nicht. Aber eigentlich müsste die gleich wieder... verkaufen. Und wie viel davon darf sein? Auftrag bestätigt. Sind auf dem Weg. Der Auftrag ist gegeben, jedenfalls. Wir mal ganz aus dem System. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Und zwar nach. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Hier auch noch gut nach Albion. Ja, ist mir klar, dass die Heimat. Übertrage Rendezvous-Koordinaten.
Ich frage mich, wann die wieder freundlich werden, weil eigentlich bin ich ja bei den Terracorp beliebt. Thais. Weil es ist alles Terracorp. Zumindest zum Großteil. Aber na schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zurück. Haben wir wenigstens einen kleineren sicheren Ort. Bereite den Empfang der Waren vor. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Dann speichern wir hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.